Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Blick auf Europa, hier von Brüssel diese Woche. Bei mir hier im Plateau habe ich meinen Kollegen den Pascal Arimont. Der Pascal ist schon ein paar Mal an meiner Sendung gewesen. Hier ist am Anfang ein gut Bekannten. Und heute sprechen wir ein bisschen über territoriale Kooperation. Pascal, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich habe eben den Zuschauern gesagt, dass du schon öfters dabei gewesen bist. Und heute haben wir uns vorgenommen, über territoriale Kooperation zu reden, besser bekannt unter Interreg. Ja. Interreg ist natürlich jetzt wiederum ein Thema, wo ich enttäuscht bin, dass trotzdem noch immer viele Bürger und Bürgerinnen in Europa nichts mit diesem Begriff anfangen können. Das war vor ein paar Jahren, diese Umfrage. Hat das sich gebessert? Und kannst du vielleicht den luxemburgischen Zuschauern ein bisschen erklären, was Interreg eigentlich darstellt? Interreg ist das Programm in Europa, was die Probleme, die ein Grenzgänger hat, helfen soll zu beheben. Es gibt in Europa rund 2 Millionen Grenzgänger. Länder wie Luxemburg oder Belgien sind ja eigentlich alle Leute Grenzgänger, weil man ja die Grenze, so nah hat, dass man eigentlich immer in irgendeiner Grenzsituation ist. Da gibt es aber nach wie vor, weil eben die Gesetzgebungen zu den sozialen Lasten, Diplomanerkennungen, Normen immer noch teilweise verschieden sind, versucht man über solche Programme, dass die beiden Länder oder die 3 oder 4 Länder, die von solchen kleinen Problemen betroffen sind, an einen Tisch kriegt, um dort Lösungen auszuarbeiten, wie man das überwindet. Dafür gibt Europa Geld, da hat man kofinanziert, wie man das so nennt, solche Programme. Da müssen die Mitgliedstaaten immer einen Teil mitbezahlen. Und dann versucht man, diese Probleme anzugehen, zu definieren und zu lösen. Dass es Interreg noch gibt, heißt, dass es diese Probleme auch noch gibt. Und man kann auch sagen, dass der aktuelle politische Kontext dazu führt, dass man wahrscheinlich wieder so ein bisschen nationaler denkt, anstatt europäischer denkt. Jeder Mitgliedstaat hat so ein bisschen die Tendenz, sich auf sich zu besinnen und so ein bisschen diese virtuellen Grenzen wieder einzuführen, um seinen Markt zu beschützen. Wenn wir aber in Europa eines gut gemacht haben, dann ist es diesen Binnenmarkt den es ohne Grenzen gibt. Und ich glaube, dass wir über dieses Interreg-Programm, wir sollten das tatsächlich nutzen, um diese virtuellen Grenzen wieder runterzufahren, indem man den Leuten, wie zum Beispiel auch in meiner Familie, meine Frau oder meine beiden Schwäger, die wohnen in Belgien, die arbeiten jetzt im Großherzogtum. Und dann gibt es immer wieder kleine Dinge, die auffallen, die nicht funktionieren, die schwierig sind, wo man nachhaken muss, wo man ins Ministerium fahren muss, um doch die Genehmigung dann zu kriegen. Und diese Dinge müssen wir angehen, diese Dinge sollten wir auch über so ein Programm versuchen zu lösen. Und da ist Interreg wirklich gut drin. Aber das zählt jetzt auch für größere Infrastrukturprojekte, zum Beispiel Kläranlagen oder Lyzeum oder so? Ja, das sind aber immer dann, wenn Mitgliedstaaten das gemeinsam betreiben. Ein ganz tolles Projekt, zum Beispiel, wo man daran erkennt, dass es grenzüberschreitend immer ist, ist, wenn man von Straßburg nach Kehl fährt, über den Rhein, gibt es nebenan eine Brücke, wo eine Straßenbahn drüber fährt. Das ist zum Beispiel mit diesem europäischen Geld kofinanziert worden, weil man denkt, das ist grenzüberschreitend, das ist symbolisch und es hat einen absoluten Mehrwert. Aber Interreg ist, finde ich, da besonders drin stark, wo es um die kleinen Dinge geht, die das alltägliche Leben jedes Einzelnen von uns da betreffen. Da kann ich zum Beispiel nennen, dass zum Beispiel dort, wo ich herkomme, hat man mit zwischen 2 Krankenhäusern so eine Art Telemedizin aufgebaut, grenzüberschreitend mit europäischem Geld. Das macht Sinn. Ich kann auch zum Beispiel ein Projekt nennen, das in Saarbrücken in der Großregion eingeführt worden ist. Das ist die Taskforce Grenzgänger. Das sind Leute, die sich wirklich jeden Tag mit den spezifischen Grenzgängerproblemen herumschlagen, sie analysieren und Lösungen vorschlagen. Da hat es zum Beispiel, ich habe das zum Beispiel letzte Woche noch brauchen können, als ich darüber referierte, wie mit den entsandten Arbeitnehmern im Benelux-Raum und im Raum Deutschland, Belgien, Niederlande, Frankreich und Luxemburg umgegangen wird. Die haben dazu ein Dokument erstellt, was genau aufzeigt, welches Recht in welchem Land gilt. Und dieses Dokument kann dann jeder Arbeitgeber nehmen und analysieren, was seine Situation ist. Jetzt haben wir 2015 in Luxemburg unter luxemburgischer Ratspräsidentschaft die 25 Jahre gefeiert. Das heißt, wir sind jetzt 27, 28 Jahre, wo es dieses Programm gibt. Jetzt hat die Kommission
etwas Neues vorgeschlagen für die Periode nach 2020. Mhm. Und du bist jetzt der Berichterstatter. Mhm. Und was, erstens mal die Prioritäten ein bisschen, was schlägt die Kommission vor und was gedenkst du noch zusätzlich? Das Parlament ist bekanntlich ambitiöser, mutiger, ehrgeiziger. Mhm. Was schlägst du noch zusammen mit den Kollegen noch zusätzlich vor zu diesem Vorschlag? Also die Kommission hat die Welt nicht neu erfunden. Sie hat ein paar Schwerpunkte verändert. Interreg Geld heißt immer, dass man sich um Grenzgängerprobleme kümmert, weil man das grenzüberschreitend organisieren muss. Man muss die Partnerländer an einen Tisch bringen, das bleibt. Man hat die Kriterien in dem Sinne schon vor Jahren ein bisschen orientiert, indem man sagt, wir müssen Klimaschutz betreiben, wir müssen die digitale Revolution vorbereiten und wir müssen auch für Sicherheit innerhalb des Binnenmarktes Strukturen schaffen. Jetzt hat die Kommission aber etwas gemacht, was mir nicht so gefallen hat. Und sie ist wegen der Brexit-Diskussion und der Diskussion über den Haushalt der EU gegangen und hat 3 Milliarden weniger in das Programm geschrieben. Das ist ein Programm, was zurzeit 10 Milliarden Euro für diesen Zeitraum von 7 Jahren beinhaltet. Und ist da hingegangen und hat 3 Milliarden schon weniger reingeschrieben. Was ich als Zeichen sehr negativ finde, weil Interreg ist ein Programm, was wirklich einen Mehrwert hat, was funktioniert hat, wo gutes Geld investiert ist. Und das sollte man nicht bestrafen, indem man weniger Geld vorsieht. Ich habe dementsprechend den Betrag wieder reingesetzt, den wir aktuell haben. Genau. Okay. Und damit diese Programme weiter fortbestehen können. Sonst werden diese Programme in Gefahr sein. Und das finde ich nicht gut. Und dann gibt es ein ganz neues Element. Das ist, das nennt man innovative Investitionen, die Kommission fördern will. Sie hat ein Instrument geschaffen, wo verschiedene Punkte in Europa an denselben Dingen forschen, dass man das besser koordiniert, damit das, woran geforscht wird, auch als Produkt entsteht, das man auf den Markt bringt und wo Europa Marktführer sein soll. Zum Beispiel den 3D-Drucker. Ja, ja. Dort gibt es 5 verschiedene Cluster oder Wissenschaftsorte, wo daran geforscht wird. Das ist natürlich Wettbewerb. Jeder möchte das da führend sein. Ja. Richtig, aber als Europa können wir nur stark sein, wenn dieses Geld gebündelt wird und einer das macht und sich spezialisiert und das dann auf den Markt bringt. Für diese Zusammenführung, grenzüberschreitend immer wieder, hat die Kommission jetzt ein Instrument geschaffen, was jetzt auch in diesem Programm steht, was ich etwas umgeschrieben habe, um es noch besser zu definieren und was wir jetzt neu einführen werden. Und ich hoffe, und die Abstimmung wird am Montag sein, dass wir mit all diesen Änderungen, die wir da eingeführt haben, es soll auch etwas, was ganz wichtig ist für die Leute, die diese Programme machen, also die Leute, die an diesen Programmen teilnehmen, die beklagen sich oft, dass Europa viel zu administrativ ist und sie ganz viele Dokumente ausfüllen müssen. Das wollte ich noch fragen. Da gibt es jetzt schon deutliche Erleichterungen, dass man weniger kontrolliert wird, weil man das Geld bisher immer vernünftig ausgegeben hat. Und nur noch Stichproben. Ja, genau. Okay. Und dass man viel weniger Geld oder Zeit, weil Zeit ist Geld, in Verwaltung stecken muss und mehr in Projekte. Das haben wir auch reingeschrieben und ich hoffe, dass es Montag dafür eine große Mehrheit gibt. Jetzt kommen wir beide aus einer Grenzregion. Wenn man jetzt mit Kollegen redet, die ja in einem großen Land irgendwo in der Mitte sich befinden, die haben dieses Gefühl nicht. Aber das gilt natürlich auch für Grenzregionen, sage ich mal, wie Portugal, die Inseln haben irgendwo. Das heißt, es ist nicht nur die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sondern auch ein Land, was Grenzregionen, was Inseln hat, was etwas entfernter liegende Gebiete hat, für die trifft das auch zu. Für die trifft das auch zu und Interreg, es gibt da mehrere Komponenten, das ist jetzt zu detailliert, wenn ich da reingehe. Aber Interreg finanziert zum Beispiel auch Programme für ganze Gegenden, zum Beispiel die Alpengegend. Sind viele Länder drin. Auch am Mittelmeer? Auch am Mittelmeer gibt es eine Gegend, die damit finanziert wird, damit man dort Probleme gemeinsam erkennt und gemeinsam löst. Okay. Und ich finde, das ist das Beste, was Europa schafft, wenn es diese gemeinsamen Probleme erkennt und zusammen löst. Besser geht nicht. Und dafür kämpfe ich wie ein Tiger dafür, dass dieses Programm behalten bleibt. Zum Beispiel dort, wo ich herkomme, die deutschsprachige Gemeinschaft profitiert sehr direkt davon, Luxemburgs Vertrieb profitiert sehr direkt davon, zieht Geld aus diesem Programm, um kluge Projekte zu machen. Und deswegen sollte das bestehen bleiben und jeder muss ein bisschen seines dazu tun, damit auch genügend Geld da drin ist. Das heißt, eine Erfolgsgeschichte wollen wir weiterentwickeln.
diesen Mehrwert den sichtbar machen, dass die Leute dann auch... Ich nehme jetzt auch zum Beispiel meine Familie als Zeuge, die über die Grenze nach Luxemburg arbeiten gehen, vor 30 Jahren war viel schwieriger, als es heute absolut, ist. Ja. Also haben wir in dem Sinne vieles richtig gemacht. Meine Familie spürt diese Grenze an sich nicht mehr. Nein, das ja. ist kein Grenzraum mehr, das ist ein Gemeinschaftsraum. Ja. Wir leben so, ja. wir fahren ja, über die Grenze. Ja, für uns auch. Die Großregion ist ja eine Region. Das ist ein Gemeinschaftsraum. Ja, und genau. dementsprechend, wir spüren diese Grenze in dem Sinne nicht mehr. Wir fühlen sie auch nicht mehr. Und der Luxemburger, der Limburger, der Nordfranzose ja. Lebt ähnlich wie wir. Ja, ja. Und die großen Unterschiede gibt es. Die gibt es natürlich im Kulturellen oder im Sprachlichen. Trotzdem ist jemand aus Lothringen noch sehr abhängig von Paris. Und das ist natürlich im Interreg auch ein Problem. Das hat diese Entscheidungsgewalt. Ja, genau. Ja, genau. Aber Interreg ist so konzipiert, dass es eher ein Programm ist, was die Departements oder was die Länder oder wie bei uns die Regionen, was die zusammenbringt. Das bringt nicht die Staaten als Staaten enger zusammen, aber die Regionen, die um die Grenze sind. Und das sind diese Gemeinschaftsräume, die dadurch geschaffen werden, die sehr wertvoll sind. Da entsteht tatsächlich das lebendige Europa, da fühlt man es. Und, was für uns alltäglich ist, was aber für alltäglich viele ist. Leider nicht. Ja. Bleibt mir nur noch zu danken, erstens mal, dass du mitgemacht hast, zweitens auch den luxemburgischen Zuschauern wiederum Explikationen, wie sagt man auf Deutsch, Erklärungen gegeben hast. Und dann viel Glück am Montag für die Abstimmung. Bist du zuversichtlich? Ja, also im Ausschuss, wo wir das dann behandeln, wo die Texte umschreiben. War ein ziemlich gemeinsamer Wille. Wir haben für alles Kompromisse gefunden okay, und super. Ich gehe mal davon aus, dass wir einen... dass ganz viele Kollegen dem auch zustimmen werden. Super, dann viel Glück. Merci. Erst du eben lebt, Leute, vielmals merci, wie gewinnt für Not gucken, bis die nächste Woche.